Hallo, liebes Internet, hallo, Diffus Maniacs und liebe Kuhfreunde. Ich bin Sebastian Hotz, El Hotzo, und ich habe heute die große Ehre, Mia Morgan interviewen zu dürfen, anlässlich der Veröffentlichung deines Debütalbums Fleisch. Fleisch. Und ich freue mich unglaublich, hier zu sein. Wo zum Fick sind wir hier, Mia? Wir sind heute auf dem Lebenshof Wilde Hilde. Der ist in Moringen-Oldenrode, das ist in der Nähe von Göttingen. Das ist in der Nähe von Kassel, wo ich herkomme. Und da ich hier mein Albumcover geshootet habe, dachte ich, wir kommen für das Interview zurück. Und jetzt sind wir hier und wir sind umringt von alten Kühen, liebenswerten Hunden und Ziegen und anderen Tieren, die ich nicht mal kenne. Fühlst du dich hier wohl? Ja, schon. Ja? Also ich bin ja eigentlich nicht so eine Land- und Schuhe-dreckig-mach-Maus. Nein, deshalb frage ich, weil du bist das Gegenteil davon. Aber meine Liebe zu Tieren ist tatsächlich noch größer als mein Ekel vor Dreck. Deswegen stört mich das hier gar nicht, weil die leben hier ihr schönes Leben. Und ich finde es irgendwie hügge. Ich finde es toll. Es ist wirklich Cottagecore hier. Ja, auf jeden Fall. Es ist wirklich das Cottagecore-igste, was ich mir vorstellen kann. Und ich fühle mich natürlich ein bisschen wie Paris Hilton bei The Simple Life. Ja. Dazu sage ich nichts mehr. Was sollst du hier noch sagen? Kann ich nur verlieren. Alles gut, ja. Aber hast du dir gedacht, das ist eine coole Sache, wenn ich das Album Fleisch nenne und eine Kuh ist drauf? Ich hatte den Titel tatsächlich sowieso schon festgelegt und das griff dann eigentlich relativ stimmig ineinander mit meiner Cover-Idee. Ich wollte, dass das Cover so ein bisschen sektoid aussieht, inspiriert von dem Film The Witch und auch von Midsommar. Und da ich ja auch einen Song namens Fleisch auf der Platte habe und das der Titeltrack sein sollte, hat das irgendwie sehr organisch ineinander gegriffen. Ich interviewe dich ja nicht nur, weil ich ein großartiger Interviewer bin, sondern vor allem, weil ich einfach mit dir befreundet bin, seitdem du angefangen hast, in diesem Album zu arbeiten. Ja, und noch länger. Und noch länger sogar. Ja. Ich kann mich daran erinnern, wir haben Ende 2019 standen wir das erste Mal gemeinsam auf einer Bühne. Ich als schlecht verkleideter Vampir-DJ und du als du. Und es war für mich großartig, so auf einer Bühne zu stehen. Hinten gibt's Catering, man kann noch mal so ein Hummus-Käsebrötchen fressen. Das fand ich herrlich. Und irgendwann sind wir, ich glaube, nach Solingen gefahren oder nach Dresden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da hast du mir das erste Mal so eine Songskizze gezeigt. Und ich bin so, ich habe dich danach in Kassel wieder abgeliefert und bin mit diesem Song im Ohr nach Hause gefahren und habe mir gedacht, fuck, wann kommt dieser Scheiß-Song endlich raus? War Teenager, glaube ich, ne? Es war Teenager. Ja. Und ich bin deshalb umso aufgeregter, dass dieses Album endlich rauskommt, weil ich endlich diesen Song hören kann, weil ich einen Ohrwurm davon habe. Und es ist ja nicht umsonst, dass ich endlich sage. Seit wann arbeitest du an dem Album? Zum ersten Mal überhaupt im Studio war ich im November 2018 mit Max Rieger. Damals noch in dem kleinsten erdenklichen Studio. Er ist seitdem zweimal umgezogen. Und dort haben wir die erste Version von In Wien aufgenommen, der ja jetzt auch auf dem Album ist, natürlich in einer neueren Version und ganz, ganz anders, als der ursprünglich klang. Aber ja, der erste Song, den ich je aufgenommen habe, ist einer auf der Platte. Das heißt, grob gesagt, bin ich seit November 2018 an diesem Album dran. Das sind 3,5 Jahre. Ja, eine sehr lange Zeit. Aber wie fühlt es sich an, sowas loszulassen? Das fühlt sich an, als ob du mit einem dreijährigen Kind schwanger bist. Also es ist irgendwie so überfällig. Unangenehm. Nee, tatsächlich schon schön. Ich bin sehr, sehr froh und auch erleichtert, dass es draußen ist. Aber ich habe damit eben schon abgeschlossen. Es war tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit und ich war zwischenzeitlich schon hinweg über einige Songs. Aber jetzt, wo ich weiß, okay, es dauert nicht mehr lange, bis es rauskommt, fühlt es sich nochmal anders an. Es ist nochmal aufregend. Ich habe mir auch auf der Fahrt hierher die ganze Platte nochmal angehört und war so, ja, ist schon geile Musik und ich freue mich, die endlich mit der Welt teilen zu können. Also mit dem Teil der Welt, der sich die Platte anhören wird. Du bist wie ich ein Kind des Internets und des Bauernhofs offensichtlich. Heute. Stimmungsvoll ist es, ja. Du bist wie ich ein Kind des Internets. Und als Kinder des Internets sind wir darauf trainiert, dass alles, was wir machen, alles, was wir von uns geben, jeder Post, sofort belohnt wird mit irgendwas. Du hast jetzt 3,5 Jahre an einem Album gearbeitet und an manchen Songs arbeitest du auch einfach schon 3,5 Jahre. Noch länger. Und noch länger. Ja. Ich stelle es mir unglaublich schwer vor, das durchzuhalten, ohne dass die ganze Zeit jemand sagt, das ist klasse, was du machst. Ja. Wie gehst du damit um? Dieser Selbstzweifel, beißt er sich rein, macht er dich kaputt oder gehst du damit cool um?
Also am meisten gefallen mir Songs natürlich immer, wenn sie neu sind. Mhm. Und neu sind sie für mich, wenn ich sie irgendwie in eine Demo-Form gebracht habe und so einen ersten Entwurf davon gemacht habe. Und das ist dann für mich schon einmal so ein bisschen fertig. Und dann will ich den natürlich auch Leuten zeigen. Ich zeige den dann irgendwie engeren FreundInnen und Leuten aus der Bubble, um mir dann ein bisschen Lob oder auch Ratschläge abzuholen. Aber bis so ein Song dann wirklich rauskommt, dauert es ja wirklich ewig. Und ich habe mich ja bewusst für diesen klassischen, altmodischen Weg entschieden, keine Künstlerin zu sein, die ständig released und ständig nur Singles rausbringt, sondern Singles immer nur im Rahmen eines Albums rausbringt. Zumindest ist das gerade der Stand. Und da geht man natürlich auch immer so ein bisschen das Risiko ein, dass das Selbstbewusstsein bezüglich der Platte auf der Strecke bleibt. Weil man nicht sofort Lob bekommt und weil man dann, wie jetzt ich in der aktuellen Phase, sehr danach giert, zu hören und zu lesen und zu wissen, was denn die anderen Leute darüber denken, was man selbst so lange mit sich rumgetragen hat. Weil ab einem gewissen Zeitpunkt verliert man ja auch selbst die Fähigkeit, das zu beurteilen. Dann wird man stumpfer und dann ist man vielleicht nicht mehr so begeistert wie am Anfang. Dann findet man das vielleicht eine Zeit lang total beschissen. Dann irgendwann wird es einem egal. Und wenn man dann ein bisschen Abstand hat und hört es wieder, findet man es bestenfalls gut. Aber auch da muss man sich eben einfach daran gewöhnen. Ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, aber rufe mir wieder in den Sinn, dass ich mich eben bewusst dazu entschieden habe, das immer als Gesamtwerk abzugeben und nicht nur auf Teufel komm raus zu releasen, um irgendwie relevant und ständig in gegenwärtiger Kritik oder in ständigem Lob zu stehen. Hast du dich deshalb bewusst fürs Album entschieden? Weil eigentlich, ich glaube, das ist eine Interviewfrage, die immer gestellt wird, seit 30 Jahren in dem irgendwie Musikbusiness. Album ist schon geil, oder? Ja, Album ist saugeil, vor allem, weil man es auch im Stück hören kann. Und ich habe mir bei Fleisch ja auch Gedanken darüber gemacht, in welcher Reihenfolge die Songs auf das Album sollen. Deswegen bitte in der richtigen Reihenfolge hören und nicht auf Shuffle stellen. Okay, weil Adele. Es eben Adele ist auch schuld daran, dass es jetzt doch noch mal länger gedauert hat, bis die Platte rauskommt, weil ja wegen ihr die ganzen Presswerke belegt gewesen sind, weil die ja unbedingt 5 Milliarden von ihrer Platte erstellen musste, die auch wahrscheinlich alle verkauft wurden. Ja, Gratulation, Adele. Gibt es eine Zielgruppe für deine Songs oder bist du die Zielgruppe? Weil bei vielen Songs von dir, die höre ich mir an und denke mir, du schreibst Musik exakt für dich selbst, was deine Musik ausmacht, was dich ausmacht. Mir hat ja auch immer irgendwie genau das, was ich mache, so ein bisschen gefehlt. Irgendwie so ein bisschen frechere oder bösere oder ehrlichere Texte, aber halt so Bubblegum-Pop, trotzdem fett produziert, trotzdem irgendwie auch rockig. Ich finde, das Album ist auch sehr, sehr rockig. Mega, also ja? Das im Radio Morning Show Moderator, mega rockig. Ja, aber es sollte es ja auch sein. Ich wollte ein rockiges Pop-Album machen und habe mich ja immer gefragt, warum es in Deutschland keine KünstlerInnen gibt, die amerikanische oder internationale Pop-Rock-Musik mit deutschen Texten machen, sondern warum deutsche Musik auch immer nach deutscher Musik klingt. Und das wollte ich eben nicht und das will ich immer noch nicht und ich hoffe, dass man das Fleisch anhört. Eine Figur, die du in mehreren Songs ansprichst, bereits releaseden und jetzt noch zu releasenden, ist die des Musikmannes, des Mann mit der Gitarre, des Rockstars. Yeah. Und ich habe mir vor ein paar Tagen und gestern das Album angehört und habe darüber nachgedacht, gibt es diesen Mann überhaupt noch? Gibt es den Rockstar überhaupt noch? Weil, Hot Take, die großen internationalen Musikstars sind zumindest aus meiner Sicht alles Frauen. Sei es Billie Eilish, sei es Olivia Rodrigo, sei es zum Beispiel auch Adele. So einen großen männlichen Star, an dem sich so alles kristallisiert, gibt es da einen noch? Oder sind die alle tot? Ich glaube, im Pop oder im Rock nicht so richtig. Machine Gun Kelly versucht es. Ja, und scheitert daran. Zu unser aller Leidwesen. Youngblood versucht es, zu unser aller Cringe. Trotzdem irgendwie cool. Ist ja auch so ein bisschen meine Guilty Pleasure tatsächlich. Ich finde es witzig, weil international gesehen sind die größten Stars tatsächlich überwiegend weiblich gelesene Personen, in Deutschland eben nicht. Wir haben hier irgendwie so dieses Idealbild von dem männlichen Indie-Musiker, aber das ist auch kein Rockstar. Weißt du, das ist kein koksender, mit Groupies rummachender Typ in einem engen Hemd mit einer Lackhose und fetten Stiefeln und Piercing. Und weißt du, das ist irgendwie so dieses, ich habe zu oft The Dirt geguckt und vermisse das so ein bisschen. Ja, aber ist es noch zeitgemäß? Ich glaube, es könnte wieder zeitgemäß werden. Wir befinden uns gerade irgendwie in so einer Phase, wo Pop-Punk wieder ganz cool wird und wo auch Popmusik wieder rockiger klingt. Ich weiß halt nicht, ob die Leute das noch ernst nehmen können. Aber vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Ich finde nämlich gerade dieses Revival von Pop-Punk ist ja irgendwie seine eigene Parodie. Und so, ich bin der 32-jährige Typ, der immer noch über 16-jährige Emo-Girls singt. Das ist ja, kann man
wenn man sich die ganze Zeit auf eine Ironieebene bewegt, überhaupt sowas reproduzieren, so ein unangetastetes Stardom. Weil du bist eine unglaublich lustige Person. Dankeschön, du auch. Danke. Ich finde auch, du solltest beruflich irgendwas machen, was mit Comedy zu tun hat oder so. Vielen Dank. Nebenbei bemerkt. Ja. Danke. Aber du machst ja keine Musik ironisch, weil ironische Musik funktioniert für mich nicht. Schreibst du irgendwann mal einen Song und denkst dir, das ist ein geiler Gag? Ich finde tatsächlich Haustier im Hotel ein bisschen geckig auf meiner Platte. Der ist ja auch mit so einem Augenzwinkern geschrieben. Ich habe manchmal das Gefühl oder werde mit dem Gefühl zurückgelassen, dass manche Leute glauben, dass ich das ironisch meine. Hm. Ich habe zum Beispiel zufällig, und nicht, weil ich meinen eigenen Namen auf Twitter suche, einen Tweet gefunden von jemandem, der meinte, was ihn an aktueller deutscher Musik störe, ist, dass sie klingen würde wie eine ironische Karikatur von dem, was einmal war. Und da fühlte ich mich sehr auf meinen Girl-Schlips getreten, weil ich dachte, klingt meine Musik denn ironisch, nur weil ich versuche, was anderes zu machen als die meisten und nur weil das entgegen der Hörgewohnheit ist, dass man irgendwie so eine hellere weibliche Stimme hat, die über bestimmte Dinge singt, aber sich trotzdem irgendwie an Elementen aus Rockmusik bedient, trotzdem irgendwie mal so einen rotzigen Techno-Beat darunter packt, dass die Leute denken, ja, das ist so anders als das, was ich vorher gehört habe. Das kann die jetzt nicht ernst meinen. Ich finde das schade, wenn Leute nicht akzeptieren können, dass Dinge gleichzeitig so ein bisschen geckig gemeint sein können und trotzdem ernst. Cool, dann wir bewegen uns da auf einer Ebene. Auf einer sehr anderen, weil ich sitze 20 Sekunden an einem Tweet und du 3,5 Jahre an einem Song. Gibt es einen Song, der dir so ein richtig beißendes Gefühl verliehen hat, weil du hattest so eine Grundidee dessen, aber du hast es nicht fertiggebracht? Oder hast du so einen sehr linearen, sehr zielführenden, produktiven Stil, in dem du einfach Dinge auf einen Schlag durchpunchst? Alle Songs auf diesem Album sind auf einen Schlag durchgepuncht. Das finde ich krass. Es gibt natürlich so KandidatInnen wie in Wien, dass ich sogar gendere, wenn es um Songs geht. Also gut von mir. Ich hatte vorhin Angst, einen Hund zu missgendern. Ja, aber ist ja gut, dass man sich das so angewöhnt hat. Aber es ist ja der Song. Es gibt tatsächlich Kandidaten auf der Platte, die gab es mal in einer älteren Version und dann gab es die in einer alten Version und dann gab es die in einer modernen Version und jetzt sind die in der sehr modernen Version auf der Platte, aber es war immer der gleiche Song. Und die, an denen ich mich lange aufhalte, die sind noch auf Festplatten in sehr rohen Versionen und ich weiß nicht, ob die jemals das Tageslicht sehen werden. Aber ja, die meisten Songs auf der Platte sind wirklich sehr linear durchgeboxt worden und Max Rieger und ich haben auch immer sehr effizient gearbeitet. Also in der Regel hatten wir an einem Tag einen Song fertig. Dann wurde danach natürlich am nächsten Tag noch ein bisschen gefeilt, aber ich bin eine große Freundin des schnellen, effizienten Arbeitens. Immer schon gewesen, weil dann hat man danach frei. Und dann kann man frühstücken gehen. Fein. Ja. Womit beginnt ein Song typischerweise bei dir? Also was ist die Grundidee? Arbeitest du eher textlich oder gehst du über die Melodie? Es gibt zwei verschiedene Arten. Manchmal setze ich mich hin und denke, ich will jetzt einen Song schreiben und dann fange ich an, mit Chords rumzuprobieren. Sind meistens die gleichen, bloß transponiert. Dann überlege ich mir irgendwie eine Melodie und dann gucke ich in meinen Notizen, ob ich irgendwie mal einen Gedanken aufgeschrieben habe, über den ich singen möchte, ob mir irgendwie ein Text einfällt. Oder eben mir fällt eine Line ein und mir fällt irgendwie ein Chorus ein und ein Thema, über das ich singen möchte, was mich beschäftigt. Das sind ja auch meistens Sachen, die mich irgendwie persönlich belangen und beschäftigen. Und dann kralle ich mich daran fest und versuche das irgendwie auch in dem Tongewand durchlauten zu lassen, dieses Gefühl oder diese Erfahrung, über die ich die singen möchte. Ne? Ich habe Musik, so wie du wahrscheinlich auch, die allermeiste Zeit meines Lebens so ein bisschen als stiller Bewunderer wahrgenommen. Und als unsere Freundschaft begann, unsere Zusammenarbeit, war ich unfassbar beeindruckt, als du mal, ich glaube, im Zug nach Wien warst, vor zwei Jahren, als wir gemeinsam mit der Antilopengang auf Tour waren, als Voract. Und du saßt die ganzen langen Stunden von Kassel bis nach Wien an deinem Handy und hast auf GarageBand so ein Intro zusammengeklopft. Und wir haben es am Abend dann dem Tontechniker gegeben und du hast gesagt, was du gerne haben möchtest. Und dann hast du es einfach gespielt. Und das war einfach so ein Ding. Und ich war wirklich noch nie so beeindruckt von irgendwem wie damals, als du das einfach so zusammengeklopft hast. Und das war einfach so auch geil. Dankeschön. Das war wirklich, ich habe mich danach mit dem Tontechniker unterhalten und das war so, das war nicht gut ausgepegelt. Ah ja, mein Gott, das ist ja auch am Handy entstanden. Ja, aber alle Demos für das Album habe ich auf dem Handy gemacht.
Die älteren Songs noch mit Audacity und irgendwie einem alten Keyboard und einer Tupper-Schüssel als Drums, um das irgendwie so zumindest anzudeuten, wohin ich will. Aber ja, so die meisten da drauf sind tatsächlich mit GarageBand-Handy-Demos angefangen. Auf eine Art ist eine DIY-Punk-Ikone. Ja, aber ja, das musste ich auch selber erst irgendwie so ein bisschen claimen für mich, weil ich mich tatsächlich für mein Setup sehr lange geschämt habe. Ich wusste auch gar nicht, wo ich anfangen sollte in der Zeit, in der ich ohne Band aufgetreten bin, weil ich immer gedacht habe, das kann doch sowieso niemand. Hm. Ich verstehe Musik ja selber nicht. Das ist für mich sehr natürlich und sehr viel abhängig von Impulsen, ohne jetzt so ESO-mäßig zu klingen. Aber das kommt einfach zu mir. Und ich weiß nicht, was ein Herz ist und ich kann keine Noten lesen. Ich bin sehr schlecht an den meisten Instrumenten und sowieso einfach keine Musikerin per se. Ich bin eine Künstlerin, die gerne performt. Mhm. Und habe, glaube ich, ohne mich jetzt selber zu dolle zu loben, aber ich glaube, ich habe ein gutes Händchen für Chorus und für Gesangsmelodien und für Pop. Das sind meine Stärken. Ich habe aber viel mehr Schwächen im musikalischen Bereich. Ich konnte mir absolut nicht vorstellen, wie ich das irgendwie in einem Live-Arrangement unterbringen kann, ohne zu viel von mir abzugeben, weil es ja auch was sehr Intimes ist, die eigene Musik zu teilen. Es war schon für mich sehr schwierig, überhaupt ins Studio mit jemandem zu gehen und einer zweiten Person meine Musik anzuvertrauen. Und dann irgendwie mit ja fast komplett fremden Leuten in eine Live-Band zu gehen und mit denen zu proben, das war so ein bisschen, als würde ich mein Tagebuch jemandem öffnen. Turns out, es sind die liebsten Menschen der Welt und meine besten Freundinnen und ich habe eine total tolle Zeit, seitdem ich mit denen spiele. Aber ich habe mich für das ursprüngliche Setup geschämt, weil ich dachte, ja, ich weiß nicht, was ich anderes machen soll und die Leute lachen über mich. Aber die meisten fanden es cool. Bei vielen deiner Songs, vor allem beim ersten Song deiner Platte, Jennifer Check, hast du gemerkt, wie cool wir jetzt rübergehen zu Durchsprechen der einzelnen Songs. Habe ich im Kopf, dass das ein Film-Soundtrack sein könnte. Nice. Und du liebst ja Filme. Und es geht auch über den Film, über Jennifer's Body. Denkst du daran mal? Also an den Film sehr oft, vor allem wo die zwei Frauen sich küssen. Da denke ich ganz oft dran, wenn ich auch alleine bin zum Beispiel. Habe ich mir aufgeschrieben in meiner Recherche. Frauen küssen sich. Frauen küssen sich. Sehr heiß. Sehr heiß. Megan Fox. Megan Fox, nice. Und der Daumen-Emoji. Megan Fox hat einen Eintrag auf der Seite bi.org. Das ist ein Verzeichnis. Es gibt ein Verzeichnis für bisexuellen Prominenten. Ja. Bin ich da drauf? Ich habe es nicht nachgesehen, um mich nicht zu kränken. Bitte macht mich da drauf. Wo du allerdings verzeichnet bist, und da würde ich auch gerne mal wissen, was deine Meinung dazu ist. Riesenarsch.com. Riesenarsch.com. Auf so einem Promi-Fuß-Verzeichnis. Ist das dein Ernst? Ja, super. Aber gibt es da ein Bild von meinem Fuß? Es gibt da ein Bild von meinem Fuß. Aber wann habe ich denn meinen Fuß? Irgendwann hast du einen Fuß gepostet. Und das hat jemand gescreenshottet und auf der Seite gescreenshottet. Ist das ein schönes Bild von meinem Fuß oder ist es als ich Nagelpilz hatte? Ich muss ehrlich sagen, es ist einfach ein Fuß. Okay. Aber lackierte Fußnägel? Lackierte Fußnägel. War das vielleicht, als ich die Pediküre letzten Sommer bekommen habe? Da sahen die sehr schön möglich. Aus. Okay, dann habe ich wahrscheinlich wirklich einen Fußpick gepostet. Du hast auf jeden Fall auf feedpics.org ist oder so okay. Ähnlich. Okay, gibt schlimmere Fetische, und ist okay. Ich finde es einen harmlosen Fetisch, das ist irgendwie niedlich. Ja. Und es ist halt, es sind einfach Füße. Da gibt es keinen Verlierer, ja, finde ich. Ja. Wirklich schreckliche Prominente, die da verzeichnet sind. Also der Heute-Show-Host Oliver Welke hat da auch ein Abzeichen. Oh mein Gott. Wie sehen denn die Füße aus? Einfach wie ein Männerfuß. Okay. Einfach wie, als ob er aus einer Metzgerei gekommen wäre. Wirklich so Männerfüße. Ich freue mich für jeden, der es gut findet, aber es ist schon, meistens ist es so, man merkt, dass der Kampf gegen die eingewachsenen Zehennägel verloren worden ist. Oh mein Gott. Schrecklich. Wo ich eigentlich darauf hin wollte, ist, hast du manchmal bei Songs die Vorstellung, dass sie ein Film-Soundtrack sein könnten? Weil viele deiner Songs sind so cinematografisch geschrieben, so richtig sehr filmisch und szenisch. Mhm. Und gerade bei Jennifer Check habe ich den Eindruck, da könnte jemand sehr Wütendes durch den Gang einer Schule laufen und so die Spindwände zuschlagen, weil es ist in Amerika, wo sonst. Hast du sowas im Kopf? Weil ich finde es unglaublich. Bei jedem Song. Also ein Song ist für mich auch immer direkt was Visuelles. Ich habe auch für alle Songs auf der Platte, als auch Demos, die bei mir ruhen oder gerade in Arbeit sind, immer schon ein Musikvideo im Kopf. Ich weiß immer schon, wie die ästhetische Welt von dem Song aussieht, wenn ich diesen Song schreibe. Manchmal ist die ästhetische Welt auch da und dann schreibe ich den Song. Also es ist für mich wirklich nicht nur das auf der Platte oder das, was man bei Spotify hört, sondern auch das, was man auf einem Videoportal sehen kann, als auch das, was man sich vielleicht auf einer Zugfahrt oder Autofahrt vorstellt, wenn man den Song hört. Wenn wir auf Tour waren, das eine Mal vor 2 Jahren, ja. es wurde uns, besonders dir natürlich, mit so einer gewissen professionellen Distanz begegnet, was so das Techniker- und TechnikerInnen-Team angeht.
Und, du wurdest doch einfach immer zu irgendwelchen technischen Sachen befragt und wusstest noch weniger als ich. Aber du warst der Mann. Ich war der Mann. Deswegen fragen und deshalb weiß ich, welches Kabel da rein muss. Und was das ist, da muss noch, keine Ahnung, ich sag jetzt irgendwelche Begriffe, die ich aufgeschrieben habe, da muss noch eine MIDI dran. Ja. Aber wenn dieser widerliche Sexismus überwunden war, dann konntest du dich mit den breitschultrigsten, glatzköpfigsten Typen mit den schlimmsten Band-Tattoos immer über entweder deren Musik oder irgendwelche Filme unterhalten, weil du bist ein popkulturelles Lexikon. Schon ein bisschen, nicht nur ein bisschen. Zumindest so das 2000er-Ding. Ja, also die Y2K-Ästhetik ist sehr strong in dir, worauf man fast kommen könnte, wenn man dich gerade sieht. Kann man sehen, dass ich Pam und Tommy geguckt habe. Man sieht es ein bisschen. Okay. Aber sehr gute Serie. Ich hatte eine gute Zeit damit. Ja, ich hatte keine gute Zeit, als er mit seiner besonderen Stelle geredet hat, aber der Rest ist toll. Oh mein Gott, ich habe nur die ersten beiden Folgen gesehen. Okay, Scheiße. Er redet mit seinem privaten Körperteil und das redet auch mit ihm. Oh nein, ja klar, es ist ein Seth Rogen-Film. Schrecklich. Warum kennst du so viel Popkultur? Weil ich nur im Internet abgehangen habe. Ist es das Schicksal einsamer Jugendlicher? Ganz genau. Ich habe eben schon irgendwie mit 8 oder 9 Jahren angefangen, so die InTouch und die Gala von meiner Mom zu wälzen. Ich war komplett besessen von den Olsen Twins und auch von so anderen It-Girls der Zeit. Ich erinnere mich, und ich hoffe, dass ich das Video irgendwann finde, dass es so ein Video von mir gibt, da war ich 10 Jahre alt und habe das Outfit von Mary-Kate Olsen nachgestellt, was ich irgendwie in der Yum oder in der Bravo gesehen habe. Und habe mich dann im Spiegel mit so einer alten Digicam gefilmt und habe erklärt, hier habe ich so eine rote Frottejacke an wie Mary Kate und der Schal, den hat meine Oma gemacht. Und basically mache ich heute noch genau dasselbe mit meinen Schick-Stories, wo ich jeden Tag, wenn ich denke, ich sehe schick aus, ein Outfit fotografiere und es dann irgendwie auf Instagram und oder TikTok poste. Und das habe ich damals schon gemacht. Also es war irgendwie so ein Interesse für Personenkult, ein Interesse für Mode, was mich dann über Magazine ins Internet geführt hat. Und dann gab es irgendwann halt auch so Seiten wie, keine Ahnung, Stardoll, wo man so Prominente als Anziehpuppen stylen konnte. Dann habe ich natürlich noch viel mehr Prominente kennengelernt. Und ich hatte auch mit meinen Freundinnen ein eigenes Magazin, nämlich Twister for Girls. Und da mussten wir natürlich auch immer Interviews mit Promis führen, die wir uns dann ausgedacht haben, als auch Fotostories machen. Und dann haben wir ganz viel MTV geguckt. Das heißt, diese ganzen Shows wie Dismissed und Date My Mom, das hat alles zu meinem Alltag gehört. Ja, und ich habe eben einfach auch am allermeisten sau viel Musik gehört. Und immer MTV laufen gehabt, morgens bis abends, Viva. Und mich auch immer für die Videos interessiert und nicht nur die Mucke und das alles immer als volles Produkt wahrgenommen. Weil damals in den 2000ern haben ja auch so KünstlerInnen auch immer direkt irgendwie eine Modelinie rausgebracht oder einen eigenen Lipgloss. Und dann gab es auch Filme mit denen. Was für ein Produkt, das du gerne rausbringen würdest? Riegel. Ein Riegel? Ja. Das würde es sehr Sinn machen, finde ich. Ja, leckeren veganen Riegel. Mit so Kokosblüten, Zucker, Schokolade und so ein bisschen Crunch drinne. Vielleicht irgendwas Fetziges. Sowas wie eine vegane Jogurette. Das finde ich, Joghurtten sind ja was richtig Feines. Ich bin ja großer Joghurtten-Fan. Richtig fein. Ja, Riegel würde komplett Sinn machen. Ja. Weil, mein Hauptnahrungsmittel. Alles wie in Riegelform. Wie du bestätigen kannst, Natur ist, mit mir. Ist ein Fischstäbchen für dich auch ein Riegel? Nein. Okay, dann muss ich die nächsten 3 Fragen weg. Ich habe mir noch eine sehr prätentiöse Frage aufgeschrieben zu Jennifer Check, die ich gerne mit Social Media verbinden würde, weil du liebst Social Media. Ich liebe Social Media. TikTok, du liebst Twitter manchmal, du liebst Instagram. Ja, ich liebte Tumblr. Du liebst das Tumblr. Ich liebe auch Pinterest ganz doll, aber das macht eher heimlich. Für mich ist es Modi-Tumblr ein bisschen. Jemand hat mal gesagt, Pinterest ist Social Media without the social. Einfach nur Media. Einfach nur coole Bilder. Ja. Verstehe ich. Schöne Bilder angucken und dann auf der Pinnwand. Cool. Die Pinnwand-Abfall ist nur voll mit Bildern von Will Wahlo. Wo er jung war. Abfall. Wohlbemerkt. Auch mit 3 Ausrufezeichen. Abfall. Ich merke es in meinem Umgang mit Social Media, dass es mir zu 70% Spaß macht und zu 30% ist es so ein Druck, was zu posten und irgendwie zum Untergebenen des Algorithmus zu werden. Wie weit, also hast du so diesen Struggle, dieses Professionelle, du brauchst Social Media, bist drauf angewiesen, zusammen mit diesem privaten Spaß, trennst du das oder wie gehst du damit um? Weil es ist unglaublich anstrengend.
Ich habe das Gefühl, meine Lieblingsplattform Instagram zerstört sich gerade so ein bisschen selbst. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil es immer die beste Plattform gewesen ist für KünstlerInnen, um gleichzeitig sie selbst zu sein, als auch das Produkt zu verkaufen. Und Musik ist ja auch ein Produkt. Und ich möchte ja auch mein Produkt, die Musik, verkaufen. Ich möchte meine Platte verkaufen, ich möchte Merch verkaufen. Ich möchte aber auch mich als Person darstellen. Und wenn es da einen Algorithmus gibt, der Fotos von Gesichtern bevorzugt, dann freue ich mich natürlich, weil ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich mein Gesicht sehen. Ja. Aber trotzdem schadet es dann eben Posts, wenn ich Werbung mache für Tickets für meine Tour. Und die Zensur auf Instagram hat in den letzten Monaten sehr stark zugenommen. Ich sehe immer wieder, dass Accounts von weiblich gelesenen Personen gemeldet und sogar gesperrt werden teilweise, weil sie Bilder von ihrem Körper posten. Und auch ich hatte vor ein paar Monaten einen Strike und dann hatte ich noch einen Strike und dann wurde mir gesagt, ja, wenn du noch einen bekommst, dann wird dir dein Account weggenommen. Jo. Und seitdem traue ich mich nicht mehr, Fotos von mir im Bikini oder in Unterwäsche zu posten, obwohl das für mich was sehr Natürliches wäre, was ich auch gerne mal wieder machen würde, weil das für mich dazugehört, mich zu zeigen, mich auf eine bestimmte Art und Weise zu inszenieren, so wie ich bin, so wie ich aussehe. Und da werden einem gerade als Künstlerin, besonders Künstlerin im Internet, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Zensur als auch einfach ein Algorithmus, der bestimmte Dinge bevorzugt und andere Dinge benachteiligt. Und wenn man eben irgendwie ein kreatives Produkt verkaufen will, das muss ja nicht nur Musik sein, das können ja auch Tweets sein, das kann ja aber auch irgendwie was sein, wie man hat eine eigene Mode- oder Make-up-Linie rausgebracht, dann ist man halt gearscht. Ne? Und das verschwindet dann auch einfach. Das verschwindet, also, das wird nicht mehr angezeigt. Es ist beängstigend. Dass es, also vor allem, wenn es so eine Person gäbe, die auf die ich sauer sein kann diesbezüglich, dann würde mir das einfacher fallen. Aber so ist es so ein Algorithmus. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ein Algorithmus ist. Ja. Und ich bin einfach davon abhängig. Das ist nervig. Es ist so wie, ich wollte jetzt einen Drogenvergleich machen, weil ich habe auch keine Ahnung, was Crystal Meth ist, aber ich bin nicht davon abhängig. Das freut mich. Danke. Ich gehe jetzt relativ stringent deine Songs durch. Sehr geil. Weil Haus hier im Hotel ist so ein absurd gutes Sprachbild, dass ich neidisch darauf bin. Wie bist du drauf gekommen? Ich interessiere mich sehr für Popkultur der 2000er und auch der späten 90er und etwas, das es da gab, nämlich diesen starken Personenkult um die Rockstars, über die wir schon geredet haben, gibt es heutzutage nicht mehr. Und das fehlt mir. Das ist eben das, was wir ja vorhin auch schon kurz bequatscht haben. Es gibt nicht mehr diesen coolen, sexy Rockstar oder diese Rockröhre. Vielleicht macht Miley Cyrus das wieder so ein bisschen gerade. Aber ich habe immer das Gefühl, meine Faszination für so Personenkult und Stardom ist so groß, dass wenn ich nicht selber den Drang hätte, ein Star zu sein, dass ich einem anderen Star hinterherreisen würde und mein Leben widmen würde, diesen Menschen hinterherzufahren, diese Person zu bejubeln. Und tatsächlich war ich ja auch oft schon von einigen Sachen sehr dolle Fan. Mhm. Als Kind zum Beispiel Harry Potter, cancelled. Dann One Direction, nicht cancelled, aber nicht mehr existent. Mhm. Und, Many Directions. Bitte? Many Directions, ja. Ja, und ich finde das irgendwie ein sehr nährendes und befriedigendes Gefühl, wenn man was hat, auf das man seine Obsession projizieren kann. Michael Schumacher bei mir. Auch verständlich. Ja, genau. Es geht da aber nicht um einen Rennfahrer, sondern es geht erst um einen männlichen Rockstar und dann geht es um einen weiblichen Rockstar. Und von den beiden bin ich so begeistert, dass ich die alles mit mir machen lassen würde. Diesen Twist, dass du Strophen erst auf eine männliche Person schreibst und dann auf eine weibliche. Das hast du schon bei Goth Girl zum Beispiel gemacht. Oder bei Waveboy, dem Fahrradsong. machst du das absichtlich? Also klar machst du es absichtlich, weil du schreibst einen Song. Aber ist der Grundgedanke dahinter, dass sich möglichst viele angesprochen fühlen sollen? Oder weil du einfach fucking diverse bist? Der Grund ist, ich bin bisexuell. Deswegen würde ich auch gerne auf bi.org vertreten sein. Das können wir mal an Torben weitergeben, dass der da mal ein bisschen was machen soll. Das ist nicht so schwer. Das ist wie ein Wikipedia-Artikel, so wie ich das gesehen habe. Schreibt sich und das ist einfach tschüss.org, bye. Und dann so ein Bild, was von mir durchgestrichen ist. Sehr gut. Mir kommt zu deiner ersten Single, Teenager, mit einem wunderschönen Musikvideo, das sich in dem Aufwand und in der cineastischen Inszenierung so noch nie gesehen habe in Deutschland. Wie hast du das gebaut? Also wie ist das entstanden, das Musikvideo? Bitte schaut euch das an, das ist im positivsten Sinne irre. ist ein gutes Video. Ich hatte für Teenager, wie bei den meisten meiner Songs,
schon so ein Video-Storyboard im Kopf, als ich den Song geschrieben habe. Es gibt ja auch diese Zeile mit Ich bin und bleib ein Clown und habe, bevor ich mich überhaupt final auf die Singles fürs Album festgelegt habe, schon ein sehr ausführliches Drehbuch für den Song geschrieben. Nämlich, dass es einmal diese Story-Ebene gibt, wo ich auf dieser Vernissage bin und dann irgendwann gerettet werde von meinen anderen Clowns-FreundInnen, die mich aus dieser peinlichen, zermürbenden Situation mit den ganzen Berliner Kunst-Hipstern rausholen, als auch so eine Pop-Punk-Performance. Ursprünglich wollten wir das in so einem Schachbrettmustertunnel machen. Der war dann aber in irgendeinem Keller eingeschlossen. Wir haben tagelang versucht, an diesen Schlüssel ranzukommen, sind am Tag des Drehs für ein paar andere Utensilien in so einen Baumarkt gefahren und da gab es dann diese Matten im Angebot und das war, als würde der Weihnachtsbaum in dem Griswolds Weihnachtsfilm, den wir so lieben, von so einem himmlischen Licht angestrahlt werden. Ich habe die Engelschöre singen hören, habe gesagt, das ist es, das brauchen wir, und dann haben wir da diese super geile Kulisse mit diesen Schaumgummimatten gebaut und das ist tatsächlich genau so geworden, wie ich das haben wollte. Ich habe das mit einer Freundin von mir gemacht, die auch in der Band spielt. Die Band heißt She-Dog, kann man mal auschecken, saugeil. Die ist Regisseurin, hat das mit einer Assistentin innerhalb von 2 Tagen durchgeprügelt in Düsseldorf und in Solingen. Und als ich das gesehen habe zum ersten Mal, war das ein ganz besonderes Gefühl für mich. Es hat sehr im Bauch gekribbelt, weil es sehr, sehr toll ist zu sehen, wie die eigenen Gedanken Realität werden. Ich war unglaublich beeindruckt davon, weil es war so in der Zeit, in der wir ein bisschen weniger Kontakt hatten, und ich habe mir dieses Musikvideo angesehen und habe mir sofort gedacht, hey, über diese einzelnen Szenen, über manche und über diese Geste redest du die ganze Zeit, und du hast es so kristallisiert in diesem Video und das ist so geil gewesen. Ich freue mich immer, wenn mir das der YouTube-Algorithmus reinspült, und das ist das macht mich ganz warm im Herzen, weil es einfach so die unsere Freundschaft ein bisschen so in ein Video zusammenfassen, das ist sehr, sehr schön. Und es ist die erste Single gewesen. Ja, es war die erste Single, ja. Und die zweite ist Segen, die wieder ein krasses Musikvideo hat und das komplett anders aussieht, das so eine Anime-Ästhetik aufgreift. Hast du damit irgendwelche Berührungspunkte? Bist du eine Anime-Fan? Nicht so richtig. Es gab einen, den ich ganz toll fand, Cardcaptor Sakura. Aber ich hatte trotzdem irgendwie die Idee, weil Britney Spears mal so ein Anime-Video gemacht hat zu Break the Ice. Das fand ich so cool. Auch da ist sie eine Superheldin. Und wenn man das Video kennt und dann meins anschaut, merkt man, dass da die Inspiration auf jeden Fall da war und dass es sehr nah daran angelehnt ist. Ich wollte eben so ein Superheldinnen-Video von mir haben und wusste, dass wir das nicht in echt machen können, ohne das Budget dermaßen zu sprengen. Und da ich sowieso mal ein Animationsvideo generell haben wollte, haben wir das für den Song gemacht und es hat ganz gut gepasst, weil dann konnte ich da auch Dinge machen, die ich im echten Leben nicht machen würde, zum Beispiel Menschen ermorden auf brutalste Art und Weise. Oder fliegen, genau. Mit großen Flügeln ins All. Das würde ich im echten Leben nicht machen, weil ich Höhenangst habe. Hat man, wenn man fliegt, Höhenangst? Also, weil ich bin noch nie alleine geflogen. Weiß ich nicht. Gut. Wir sind schon mal zusammen im Flugzeug gewesen. Stimmt, nach Zürich, da habe ich mir Corona geholt. Und du dir wahrscheinlich auch. Nee, oder? Hatte ich das schon? Hatte ich das jetzt zweimal? Ich weiß es nicht. Aber wir waren krank danach, das stimmt. Ja, das war mystisch auf jeden Fall. Da war doch auch so ein Mann, der so mega betrunken war und so zu uns kam und meinte, euch kenne ich, euch kenne ich. Und wir haben gesagt, nee. Und der so, das könnt ihr mir nicht erzählen, ihr lügt, ich kenne euch. So ein ganz kleiner, schicker Mann. Mit so einem Zylinder? Nee, aber er hat aber einen Hut auf, ja. Zylinder-Code auf jeden Fall. Ich kenne dich doch. Lüg mich nicht an, ich kenne euch. Und wir beide waren nur so. Vielleicht wurden wir da verflucht, Mia. Das mag auch sein. Das kann gut sein, dass wir verflucht worden sind. Aber solange der Fluch uns hier auf diese Bank bindet, sind wir nicht sehr glücklich. Gemacht hat und berühmter gemacht hat. Ja, herrlich. Segen ist ja nicht einfach nur irgendein Song. Es ist ein sehr, sehr starkes Statement. Und es geht so ein bisschen einfach mal wieder um dich als Person. Und es geht darum, dass du das hier ist eine sehr deutschunterrichtige Interpretation des Songs, dass du das, was diesen Fleischbeschau, den Frauen oft in Social Media oder weiblich gelesene Körper in Social Media oft darstellen, instrumentalisierst und als Waffe verwendest. Ist es so? Ist es so gemeint? Oder bin ich einfach ein schlechter Deutsch-Interpretateur? Das hast du sehr gut interpretiert. Das ist genauso gemeint. Endlich. Sehr schön, dass ein Mann erklären konnte, wie der Song einer Frau gemeint ist. hast du dir dieses, war das ein Bedürfnis für dich, diese
Rede, dieses Statement und diese ein bisschen Erklärung deines eigenen Seins in einem Song abzubilden, weil du hast genau das, was du in dem Song gesagt hast, mir schon mal in ein Mikrofon diktiert. Und zwar, als ich dich im Winter 2019 für das Uniradio Bielefeld interviewt habe, da hast du genau das, die Grundzüge dessen wiedergegeben, das jetzt in einem Song gelandet ist. War es dir ein Bedürfnis oder hast du es einfach gemacht, weil es so gepasst hat? Das war mir ein Bedürfnis. Ich habe ja sowieso ein sehr starkes, es ist schon auch ein Geltungsbedürfnis, aber es ist auch ein Bedürfnis, mich selbst auszudrücken und klarzumachen, wer ich bin und wie ich bin, was meine Überzeugung ist und wie ich mich selber in der Welt, wo ich mich selber in der Welt sehe und wie ich mich positionieren möchte. Und ich habe Segen in erster Linie für mich geschrieben, um das einmal für mich niederzuschreiben, zu vertonen und zu haben. Aber natürlich auch mit der Hoffnung, dass die ein oder andere Person da draußen sich mit dem, was ich dort singe, identifizieren kann. Ich hatte nicht das Ziel, eine große feministische Hymne zu schreiben, bin aber froh, wenn andere Personen diesen Song hören und sich oder eigene Gedanken darin wiederfinden und sich damit identifizieren können, sich damit wohlfühlen und sagen können, ja, es geht mir genauso, ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, meine Einstellung ist ähnlich. Und es scheint zu klappen, dass sich Leute damit identifizieren, weil ich sehe oft in deiner Insta-Story, insbesondere natürlich weiblich gelesene Personen, die deinen Merch begeistert tragen, weil dein Merch einfach wunderschön ist. Dankeschön. Machst du das selbst? Ja. Also ich hatte jetzt für die gesamte Albumkampagne eine Grafikdesignerin, die mir geholfen hat, aber ausgesucht habe ich das alles selber. Ist das so, also viele Acts, ich als großer Bandshirt-Enthusiast kann darüber literally ein Lied singen. Nicht literally, aber ich könnte, wenn ich mich ein bisschen stimmlich weiterbilden würde. Würdest du es in Kauf nehmen, mehr als Modemarke wahrgenommen zu werden, denn als Künstlerin? Nein. Nee, ne? Das würde mich verletzen. Ich finde es toll, wenn die Leute meinen Merch kaufen, ne, weil ich auch Geld daran verdiene und weil das tatsächlich besonders in Zeiten wie diesen der beste Weg ist, KünstlerInnen zu unterstützen, Merchandise zu kaufen, weil der Erlös da wirklich bei der Person auch landet. Aber ich hatte schon ein Problem damit, dass ich am Anfang meiner Karriere oft missverstanden wurde als singende Influencerin. Weil die Leute gesehen haben, okay, die Internetpräsenz ist älter als das musikalische Erstlingswerk. Die muss eine YouTuberin sein. Es gab mal so einen Podcast, wo gesagt wurde, eine YouTuberin, die Ärzte covert. Und da ist mir die Hutschnur geplatzt, weil auf eine Art kann ich verstehen, warum die Leute das so schlussfolgern und warum die Leute mich so sehen. Aber es stört mich enorm, dass man nicht vielseitig sein kann, dass man immer irgendwie nur Musikerin sein muss oder nur Fashion Girlie oder nur Schauspielerin oder nur Autorin. Ich will das alles auf einmal sein, aber hauptsächlich natürlich Musikerin. Weil zum Beispiel bei, ich glaube auch, dass es wieder das dir da in den vorgeworfen wird, eine Frau zu sein, weil ein Mensch wie zum Beispiel Finn Kliemann, ich hoffe, du siehst es, ich hasse Finn Kliemann. Wir machen einfach so ein Kuhgeräusch über den Fleisch. Man sieht schon, ich hasse Finn Kliemann, da kommt so. Finn Kliemann hat, glaube ich, selten damit zu kämpfen, dass er als Musiker zum Beispiel nicht ernst genommen wird, weil er auch Handwerker und Investor ist. Ja. Das ist doch Bullshit. Ja. Es ist mir gerade erst aufgefallen. Na? Schlau bin ich. Ich habe eine große Frage, die jetzt sich auf den titelgebenden Song bezieht. Mhm. Warum zum Fick heißt die Platte Fleisch? Wegen dem Song. Ich habe den Song geschrieben und der hieß direkt Fleisch und ich wusste, okay, das ist der Titeltrack, so wird das Album heißen. Das hat ganz gut gepasst, weil das ist ein Wort und ich wollte immer so ein All-Caps-Wort als Albumtitel haben. Der Song ist sehr, sehr wichtig, weil er meines Empfindens nach die grundlegenden Emotionen der Platte vereint und auch soundmäßig ein bisschen experimenteller ist, aber trotzdem so ein klassisches Mia-Morgen-Ding. Es gibt trotzdem diese Synthesizer, die so eine bestimmte Melodie spielen, die sehr, sehr typisch für meine Musik ist. Es gibt aber auch so einen wummernden Bass und so Einflüsse, die vorher noch nicht da gewesen sind. Und der macht ein bisschen eine neue Welt auf und ist deswegen der Titeltrack für dieses Projekt. Ich habe mir als Sound aufgeschrieben, dass es klingt wie die Blood-Disco bei Blade. Geil. Das, aber du hast komplett recht, klar. Es ist ein Mia-Morgen-Song, auch wenn er komplett anders klingt. Warum das Wort Fleisch? Was ist der Gedanke dahinter? Gibt es einen Gedanken dahinter? Erstmal ist es ein bisschen eklig. Und es hat einen wunderschönen Emoji. Das stimmt. Sehr schön Emoji.
Ich habe, als ich noch englische Songs geschrieben habe, immer sehr, sehr morbide Songs geschrieben. Mhm. Also wenn irgendjemand meine alten englischen Tumblr-Demos kennt, da ging es viel um Nekrophilie und Mord und Hirnfressen. Ich bin ja ein großer Horrorfan und ein großer Fan des Ekels und des Blutes. Das heißt, da ist ein Interessengebiet von mir abgedeckt, was auch irgendwie so sehr signifikant für meine Persönlichkeit ist, dass ich eben so ein Interesse habe und irgendwie so gory Texte schon immer geschrieben habe, auch gerne solche Bücher lese und eben solche Filme schaue, als aber auch das Fleisch und der Verzicht auf Fleisch in meinem Leben ein großes und relevantes Thema ist. Deswegen sind wir heute auch auf dem Lebenshof und nicht einfach nur auf einem Kuhhof, wo im Hintergrund Kühe geschlachtet werden, sondern das wäre sehr schlimm. Das wäre ganz schrecklich. Ist überhaupt schrecklich, dass es das gibt. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, die Albumkampagne, die Fotos und auch die Canvas für Spotify, als auch das Interview hier zu führen, weil ich die Einrichtung als nun 10-jährige Veganerin sehr, sehr toll und wichtig finde. Alle Tiere, die hier auf dem Hof sind, sind gerettet, aus der Schlachtung, vor der Schlachtung gerettet worden, aufgepäppelt worden. Und deswegen, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so die klassische Veganerin bin, aber das Bild, was wir medial von der klassischen Veganerin haben, ist auch einfach ein falsches. Ich verzichte schon seit meiner... Ja, wie der Misogynes. Ja, eben, total. Ja. Und ich verzichte eben schon sehr, sehr lange auf Fleisch und seit 10 Jahren auch auf alle anderen Tierprodukte. Das heißt, auch da ist wieder ein Grundpfeiler meiner Persönlichkeit abgedeckt. Und dann kommen wir natürlich noch zu der Fleischbeschauung der Frau in den Medien, dass man als Frau oft wie ein Stück Fleisch behandelt wird, auf den Körper reduziert wird, dass mehr weibliche Körpermasse schlechter ist. Man sollte so wenig Fleisch am Körper haben wie möglich, aber gleichzeitig noch einer bestimmten Ästhetik entsprechen, damit man noch schön und sexy ist, damit man irgendwie noch ansprechend für den Male Gaze ist und so weiter und so fort. Der dritte Grundpfeiler. Das ist irgendwie ein Wort, das mich auf verschiedene Art und Weisen widerspiegelt. Wie sieht dein Gnadenhof aus, wo finden wir dich? Da könnten wir hier nicht sitzen, weil dann noch mehr Tiere wären. Da würde man immer nur kurz zwischen zwei Kuhpopos unsere Gesichter sehen und es wären 300 Hunde hier. Wir sind nah an den 300 Hunden. Wenn das irgend möglich wäre, würde ich die ganzen Bonzenvillen auf Sylt niederreißen und da einen riesengroßen Gnadenhof machen. Alle geretteten Tiere ab nach Sylt, weg mit den reichen Pennern und dann da auf einem schönen Lebenshof wohnen. Die müssen dann über diese Bahnbrücke laufen in so Single File hintereinander. Wir hätten ja uns so Arsch getreten von jemandem. Weg ihr! Ich habe ja die Insel Sylt lange gehasst. Zu Recht, finde ich. Aber du warst so die erste vernünftige Person, von der ich gehört habe, dass du Sylt magst. Und ich war vor kurzem auf Sylt. Und es ist tatsächlich, ich war in Westerland selbst. Und es ist für mich ein bisschen mehr Morgenort. Nein. Es ist ein bisschen eine Mall ausgebreitet auf einen sehr, vor allem niveautechnisch flachen Ort. Das stimmt, ja. Und es sieht auch oft aus, als ob sich alle davon Riegeln ernähren würden. Mhm. Und deshalb hast du mir Sylt, du hast die Ostseeinsel Sylt, nee, Nordsee, Entschuldigung, die Nordseeinsel Sylt für mich gerettet. Der nächste Song habe ich als Soundinspiration aufgeschrieben. Es ist vage Ahnung. Und ich habe aufgeschrieben, dass er klingt wie die Kiss from a Rose Harfe. Und das liebe ich. Ja. Ich liebe Kiss from a Rose. Finde ich gut, dass du das sagst. Meine Soundinspiration für den Song war tatsächlich die American Life Platte von Madonna, die ich ganz viel gehört habe zu der Zeit, wo dieser Song entstanden ist. Das ist so sehr 2000er-Pop-mäßig, ist auch mit dieser Drum Machine. Ein bisschen experimenteller, aber trotzdem einer der Most Mia Morgan Songs auf der Platte. Komplett und ich habe American Life aus Versehen ganz oft gehört, weil ich nämlich American Idiot von Green Day runterladen wollte. Und dann habe ich aus Versehen American Life runtergeladen. Und dann hast du es trotzdem gehört, weil du dachtest, oh komm, jetzt habe ich hier schon eine Straftat begangen. Jetzt höre ich mir den Scheiß auch an. Für Madonna in den Knast zu gehen, ist, glaube ich, weniger peinlich als für Green Day. Aber noch besser ist Hollywood von der Platte. Das stimmt. Ja, und das war so die Main Inspiration für Vage Ahnung vom Sound her. Ich finde, es hat mich mal so mit 13, 14 darüber aufgeregt, dass es in Popmusik immer nur um Tod oder Liebe geht. Und in Vage Ahnung geht es um beides. In der Vage Ahnung geht es um beides. Und auf jedem anderen Song geht es eigentlich auch um beides. Und das ist, finde ich, ein Zeichen, kein großes Zeichen, sondern worüber will man denn sonst Musik machen, wenn nicht über den Tod und die Liebe, die einzigen beiden Dinge, die irgendwie eine universelle Kraft sind für uns. Ja, die wichtigsten und größten Dinge. Vage Ahnung hat mich auf jeden Fall geschoben. Das freut mich.
Ja, das ist auch tatsächlich mit dem darauffolgenden Song mein Lieblingssong von der Platte. Weil der nächste Song, Schöne Frauen, klingt, ich wollte nach dem Intro das Down with the Sickness von Disturbed machen, wow, weil es genauso klingt. Ja, check ich. Der fängt sehr rockig an, ja, und so sehr Rammstein-mäßig, ja, fast. Disturbed. Und dann wird es aber ein Schlager. Was perfekt ist. Da geht es ein bisschen um Schönheit als Sucht und ja, um ein Hadern mit deinem Aussehen. Ja, als auch um Hadern des Aussehens mit dem Aussehen anderer Leute. Dass man irgendwie sich an Leuten schnell satt sieht und sich mit noch schöneren Menschen umgeben möchte. Das ist ein guter Shade an alle Menschen, die mal mit dir befreundet waren und es jetzt nicht mehr sind. Ich wage zu behaupten, dass ich mit sehr schönen Menschen befreundet bin. Das stimmt. Vielleicht erscheinen sie auch in meinen Augen schön, weil ich sie so gerne habe, aber ich fand sie auch schon schön, bevor wir uns angefreundet haben. Ich habe mit dir eines der unangenehmsten Gespräche meines Lebens geführt. Und zwar, da kannten wir uns noch nicht so gut. Und du hast über Schönheits-OPs gesprochen. Ah ja. Und ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll. Also du hast davon geredet, dass du dir, ich glaube, es war damals ging es um Hyaluron in, ja, den Lippen. Und ich wusste nicht, ob ich jetzt sagen soll, Mia, mach das, weil ich möchte ja empowernd sein. Ja. Oder ob ich sagen will, Mia, lass es, weil du bist ja jetzt schon schön. Wie ist die perfekte Reaktion darauf? Die perfekte Reaktion ist, du siehst jetzt schön aus, aber wenn dir das gut gefällt, dann mach's. Ich hasse es, wenn die Wahrheit in der Mitte liegt. Ich möchte das extrem richtig sehen. Ja, same, aber ist meistens nicht so. Ja, das ist, finde ich keine gute Sache. Das gibt es keine leicht einzuteilende Sache. Diese Kuh ist so riesig, ich habe Angst vor der. Nicht im Bild ist eine sehr, sehr große Kuh. Eine wunderschöne, aber die ist wirklich sehr, sehr groß. Ich glaube, das ist auch Musik für Kühe ein bisschen. Im positivsten Sinne. Ja. Weil ich glaube, Kühe wie sie, wie heißt sie? Oh, das weiß ich leider nicht. Er heißt Lucky. Misgendered, fuck. Ah. Er heißt Lucky? Er heißt Lucky? Ja. ich glaube, also es gibt ja immer mal wieder, es sind natürlich keine Milchkühe hier zum Glück. Ja, Ex-Milchkühe teilweise. Ex-Milchkühe. Ja. Aber es gibt ja immer wieder diese Berichte von Kühen, die mit zum Beispiel klassischer Musik beschallt werden, damit sie irgendwie besser schmecken. Wie würde Milch von der Kuh schmecken, die Fleisch gehört? Die Fleisch also gehört. Süß und nach Erdbeeren. Erdbeermilch. Köstlich. Ich würde es aber natürlich nicht trinken. Natürlich nicht, aber die Kälbchen fänden es lecker. Fein, ganz fein fänden, ja, die das. Emily Erdbeer, auch ein guter Name, finde, ja, ich. Ja, war meine zweite Auswahl. Entweder Mia Morgan oder Emily Erdbeer. Denkst du manchmal dran, dass du auch wahnsinnig gut, also als Emily Erdbeer hättest du eine riesige Fläche an Kindermusik, die du machen könntest? Es gibt tatsächlich nicht selten kleine Kinder, die auf meine Konzerte kommen und dann super aufgeregt sind und dann fühle ich mich ganz schrecklich, weil ich auf der Bühne stehe und singe, spuck mir in den Mund und wirken mich, bis ich lila werde. Und dann viben Kinder im Publikum. Aber gut, ich habe als Kind auch Musik gehört, wo die Texte nicht jugendfrei waren. Ich bin da nicht so. Die Eltern sollen die Kinder einfach aufklären und dann auf die Konzerte kommen. Und die meisten Eltern der Kinder, die auf meinen Konzerten sind, sind sehr cool und reden bestimmt mit ihren Kids darüber. Ich weiß immer nicht, ob ich froh sein soll, ob meine Eltern, dass meine Eltern mich nicht aufgeklärt haben oder ob es eine Verfehlung des Internets war, dass ich alles schon wusste. Ich wurde sehr, 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 sehr früh aufgeklärt, irgendwie so mit 5 oder so. Das war vor dem Internet. Und es war auch gar nicht komisch oder so. Wir waren noch zu klein, um dass es hätte komisch sein können. Wir kommen zu den zwei Songs der Platte, die du schon auf einer Bühne performt hast. Jeder Song bisher schreit danach, auf einer Bühne performt zu werden. Und ich weiß auch, dass du das mitdenkst. Ja. Weil recht, seitdem ich eine Band habe. Ja. Hat sich dein Songwriting geändert, seitdem du eine Band, ja, hast und nicht mehr nur noch so einen bekloppten Leertastendrücker? Auf jeden Fall, total. Ja, es ist alles nochmal rockiger geworden, nochmal lauter und nochmal doller. Merkt man an, aber es ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil, ja, es passt zu der Band, die ich ja rudimentär zumindest kenne. Und das ist so eine riesige Kuh. Lucky! Der nächste Song, mit dem ich mit dir reden möchte, heißt In Wien und er beginnt
mit einem Teil, den jede gute Popplatte haben sollte, nämlich eine Sprachmemo. Mhm. Und das ist eine Sprachmemo deines Ex-Freundes, für den oder über den, wahrscheinlich beides, in Wien geschrieben worden ist. Mhm. Hast du gefragt, ob du die Sprachmemo verwenden darfst? Hallo! Ja! Hi! Hi! Ja, hi! Ja gut, jetzt... Ich habe so Angst. Ich weiß, dass er mir nichts tun wird, aber ich habe so abnorm Angst. Ich habe ihn tatsächlich gebeten, nochmal eine Sprachmemo aufzunehmen, die alles vereint, was ich mir aus älteren Sprachmemos hätte zusammenschneidern können. Und das hat er gemacht. Er setzt auch gleichzeitig die erste Strophe des Songs, die ich nur noch live spiele, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass diese Sprachmemo mehr aussagt, als die Strophe aussagen kann. Und deswegen gibt es jetzt in Wien einmal als Albumversion und einmal als Live-Version. Mhm. Das ist einer meiner Lieblingssongs von dir. Dankeschön. Und, aber ist vielleicht auch so, weil es einer der ältesten ist und viele Leute haben sich daran gewöhnt. Das ist auch immer so die Frage von Leuten, ja, ist in Wien auf der Platte? Natürlich. Natürlich. Aber ich persönlich bin über den Song sehr hinweg. Hm. Hast du ihn deshalb nochmal so verändert, wie er jetzt verändert worden ist? Ja, ich wollte ihn nochmal ein bisschen mehr in das Albumgefüge reinschieben, dass er sich nochmal ein bisschen besser in das Gesamtbild fügt, weil der ja klangmäßig... Ich dachte, ich hätte gefummelt. Ich dachte, sein Bauch hat gekrummelt. So laut gefummelt. Oh mein Gott, ich hab's gehört. Fuck me, Alter. Okay. Okay, lass es aber. Okay. 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 Hast du, weil sich der Song für dich ein bisschen abgeschlossen anfühlt und weil er auch einfach schon länger Teil deines Repertoires ist, hast du ihn deshalb nochmal so verändert, wie er jetzt verändert worden ist? Ja, auf jeden Fall. Der hat auch klangmäßig nicht so in das Bild des Albums gepasst, weil der war so sehr Lo-Fi, Indie. Und ich dachte, gehen wir nochmal ran, machen wir nochmal neu, polieren wir ein bisschen auf und verändern wir nochmal. Und ja, jetzt klingt er so, wie er klingt und ich bin sehr happy damit. Es ist unglaublich, dass du schon vor deinem ersten Album-Release so eine klangliche Veränderung hinter dir hast, weil ja das Fahrradlied, weil Waveboy, auch wenn du es nicht mehr hören kannst. Tatsächlich wieder? Ja, ich hatte eine ganz lange Zeit, wo ich Waveboy nicht hören konnte und vor einer Weile kam er auf Shuffle, weil natürlich habe ich ihn gefaved auf Spotify und dann habe ich es zugelassen und dachte, Mensch, der ist so schön und jetzt kann ich ihn wieder hören und finde ihn wieder toll. Er klingt 100% wie du, was eine große Qualität von dir als Musikerin ist, dass du so eine Signature hast, was deine Melodien angeht. Und damals war es so Lo-Fi-Indie. Und es wäre ja, glaube ich, auch ein leichtes gewesen für dich, in diese Lo-Fi-Indie-Richtung zu gehen. Aber die Richtung des Sounds, in die du dich entwickelt hast, spiegelt auch ein bisschen dich als Persönlichkeit wahr und deine persönliche Entwicklung. Weil wenn man Bilder von dir von 2018 sieht zum Beispiel, dann sieht man deine komplett andere Mia, als wie du es jetzt bist. Ja. Das ging miteinander einher oder war das eine geplante Entwicklung, poppiger werden zu wollen? Ich wollte schon immer poppig sein. Die Tatsache, dass ich zu der Zeit anders aussah, hatte einfach damit zu tun, dass ich nicht das Selbstbewusstsein hatte, um mich so zu kleiden und so zurecht zu machen, wie ich wollte. Und auch einfach, was irgendwie so Plastic Surgery oder so angeht, noch nicht bereit gewesen bin, diesen Schritt zu machen, weil auch ich da erstmal verinnerlichte Vorurteile überkommen musste, um das zuzulassen. Aber so ein Interesse für so squeaky clean pinken Pop hatte ich schon immer. Das war schon immer mein Ding und ich wollte das schon immer. Und ich habe auch schon oft gesagt, Waveboy klingt so, wie Waveboy klingt, weil es um diese Musik geht. Es geht ja um diesen Smiths-hörenden Indie-Boy auf seinem Fahrrad in seinen schwarzen Skinny-Jeans. Wenn ich einen Song gemacht hätte, der irgendwie Hardcore-Boy gehießen hätte, aus irgendeinem Grund, dann würde der natürlich ein bisschen anders klingen. Erstmal. Hardcore-Boy. Einfach mega anstrengend, ultra anstrengend. Ja. Und gleichzeitig so ein ITler-Job oder so. Aber du hast... Ich wusste nicht, ob ich es fragen darf, aber du hast den Vergleich aufgemacht und deshalb stürze ich mich darauf. The Smiths.
die Fleischthematik ist ja auch eine Morrissey'ige Thematik. Ja. Du hast jetzt die großartige Aufgabe zu sagen, den Daumen über Morrissey zu sinken. Ich werde mir das nicht anmaßen, weil ich ihn als Mensch verabscheue. Zu Recht. Als Musiker, aber natürlich bewundern muss. Es zieht sich so durch den gesamten erweiterten Musikfreundeskreis, den ich habe, dass es immer so ein ambivalentes Verhältnis ist. Ja. Aber ich überlege mir dann oft, wäre ich lieber ein komplettes Arschloch, das gute Musik macht, oder andersrum? Ein lieber Mensch, der scheiß Musik macht. Und ich glaube, ich bin ein lieber Mensch, der scheiß Musik macht. Es ist sehr wichtig zu versuchen, ein lieber Mensch zu sein. Man kann sehr viele Dinge, zum Beispiel die politische Überzeugung, beeinflussen, indem man einfach die richtige politische Überzeugung hat und nicht die falsche, wie Morrissey. Aber es gibt ja auch manchmal einfach schlechte Tage oder Dinge, die einen ein bisschen böser oder schlechter wirken lassen. Solange man versucht, eine gute Person zu sein, ist es, glaube ich, von höherem Wert als saugeile Musik. Wenn beides funktioniert, Jackpot. Auch Blond hast du schon in meinem Beisein performt. Und auch Blond hört sich anders an, als es klang, als ich neben dir stand. Das ist auch so eine Abnutzungsgeschichte, die du da ein bisschen verarbeitet hast, bisschen. Oder? Bisschen. Und vor allen Dingen haben Max Rieger und ich irgendwann beschlossen, keine Downer auf dem Album. Jo, Fakt. Es gibt keinen langsamen Song, es gibt keinen traurigen Song, selbst Vage Ahnung, der sehr soft anfängt, knallt dann irgendwann rein. Und ich wollte einfach, dass Blond ein bisschen mehr fetzt und ein bisschen doller ist. Und der ist ja wirklich auch sehr, sehr monoton. Ja. Der fängt genauso an, wie er aufhört. Und irgendwie passt das für den Song. Ich fühle mich mit der Version 1000-mal wohler als mit der ursprünglichen. Diese Teenage-Angst, diese Angst, ungenügend zu sein und der ständige Vergleich auf andere, den kennen wir, glaube ich, beide. Aber vor allem ist es so, dass du als Musikerin ja eigentlich oft die bist, auf die andere bewundernd schauen. Und ich hoffe, ich wünsche es mir. Garantiert. Und ich glaube, dass dieser Vergleich, den du in Blond anstellst, dass jemand dein Potenzial verwirklicht, wenn du zurückbleibst und auf der Strecke bleibst. Ich glaube, wir müssen uns von dem verabschieden, Mia. Was, wenn ich dir sage, dass dieser Song nicht aus meiner Perspektive geschrieben ist? Dann geht's. weil ich habe so ein bisschen Hadern mit diesem glorifizierten Losertum, aus dem viel Humor erwachsen kann. Mhm. Weil irgendwann mal ist man kein Loser mehr. Mhm. Aber wenn er sowieso nicht aus deiner Perspektive geschrieben ist und du diejenige bist, die von ganz oben grüßt. Das würde ich gar nicht so sagen. Ich habe einfach so ein bisschen etwas in meinem Umfeld erlebt, was mich zu diesem Song inspiriert hat. Ja, so hirnlos wie meine Argumentation, so hirnlos wird das lyrische Ich. In widerlich, in Angesicht des Menschen, zu dem man aus romantischer Sicht aufblickt. Ja. Ich wünschte, ich hätte dein Album mit 14 hören können. Ich wünschte auch, ich hätte mein Album mit 14 hören können. Deswegen habe ich es gemacht. Eine kleine Selbsthilfe. Ja, aber das ist Musik für mich sowieso. Ich habe schon gesagt, ich mache genau die Mucke, die ich hören will und freue mich, wenn sie anderen Leuten gefällt und hoffe, dass sie anderen Leuten gefällt. Aber in erster Linie ist das eben, was will ich hören? Okay, das will ich hören. Ich mache es einfach mir selbst so. Ich habe mir zu jedem einzelnen Song aufgeschrieben, woran er mich erinnert musikalisch. Und für Reaktion, den vorletzten Song deines Albums, habe ich mir aufgeschrieben, dass es klingt wie eine Mischung aus Blümchen und das Ich. Das Ich ist für, ja, erklär, was das Ich ist und was die Verbindung zwischen mir, dir und das Ich ist. Es gibt diesen Song Destillat von das Ich und zu einer bestimmten Zeit, in der wir sehr viel unterwegs miteinander gewesen sind, lief nur dieser Song. Und bis heute bringst du den Witz in so einer alten Mittelalterschrift einfach mal kurz zur Ewigkeit in den Chat zu streuen. Oder gib mir mein Destillat. Das Ich ist so ein bisschen sowas wie Umf, nur mehr Industrial. Ich hätte gesagt wie Santiano, aber Steampunk. Ja, das trifft es auch ganz gut. So die Johnny Depp Willy Wonka Musik. Ja, das stimmt, ja. Sowas in der Art ist das Ich. Sollte es so klingen oder habe ich dich gerade beleidigt? Nee, alles in Ordnung. Man ist ja immer Opfer der Einflüsse.
Es klingt ja immer auch wie die Musik, die man hört. Ich habe mich tatsächlich da so ein bisschen von so EBM und Darkwave leiten lassen, weil das ja auch Musik ist, die ich selber ganz gerne höre. Und das ist der einzige Song auf der Platte, der nicht als Demo vorher fertig war, bevor ich ins Studio gegangen bin, sondern der bloß so eine sehr, sehr rohe Idee war. Und ich habe Max Rieger davon erzählt und gesagt, mach mal irgendwas mit dieser Idee und lass uns das mal zusammen ausprobieren. Und dann ist dieser sehr aus der Reihe fallende Song entstanden, der aber trotzdem für mich auf dem Album sehr, 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 sehr wichtig ist. Das Album wird, wenn man es in der richtigen Reihenfolge hört, zum Schluss ein bisschen experimenteller, finde ich. Und der letzte Song von außen ist ein Pop-Punk-Song. Ja. Und das lief ich. Ja, ich auch. Und zwar ist es ein unpeinlicher Pop-Punk-Song. Dankeschön. Der keine ironische Wiedergabe dessen ist. Und du hast auch kein Travis Barker-Feature drauf, auch wenn wir ihn beide, glaube ich, sehr gerne genommen hätten. Das beeindruckt mich, so wie es mich das ganze Album beeindruckt, weil es nicht in all seiner Referenzenreichtum, in all seinem Querverweisen immer noch du ist. Und dass du einen Pop-Punk-Song genauso machen kannst wie einen Das Ich-Song, ringt mir den größten Respekt ab. Und deshalb bin ich sehr, sehr glücklich, dass wir erstens befreundet sind und zweitens hier auf dieser Bank sitzen. Dankeschön. Und von außen, auch da erkenne ich sehr viel Mia drin. Klar. Ich meine, ich höre ja auch Das Ich und Pop-Punk. Ne? Und wie schon eben gesagt, man kann ja immer nur das wiedergeben, was man sich selber auch zuführt. Das ist wie beim Schreiben, wenn du irgendwie nur eine bestimmte Autorin liest die ganze Zeit, dann fängst du plötzlich an, wie die zu schreiben. Zum Beispiel in meiner Jugend super viel Jane Austen gelesen und dann immer in meinem Tagebuch so, ja, mir ist etwas blümerant zumute, mein Gemüt an diesem Tag ist schwer. Also das ist natürlich auch einfach nur eine Reproduktion von dem, was mir gefällt, ohne dabei eine Kopie zu sein. Du hast das Wort blümerant gesagt. Gibt es ein Wort, das du unbedingt mal in einen Song einbauen möchtest, weil es einfach so powerful ist? Ich würde gerne mehr fluchen. Mehr fluchen. Noch mehr fluchen, ja. Ich fühle mich sehr, sehr wohl mit Haustier im Hotel. Ich wollte, die Frage ging vorhin ein bisschen in die falsche Richtung von meiner Seite, weil ich mag das Sprachbild von Haustier im Hotel, also das Ausdruck sehr, weil ein Haustier im Hotel ist ja etwas, was da eigentlich nicht hingehört und was so mitgeschleppt wird. Ja. Gegen Widerstände des Hotelpersonals. Und das ist einfach so ein geiles Sprachbild mir. Dankeschön. Wir haben jetzt alle deine Songs besprochen, zumindest mal gestriffen und ein bisschen behandelt. Ich kann aber, glaube ich, jedem und jeder, der und die dieses Interview gesehen hat, nur nahelegen, bitte hört das Album. Warum habt ihr das Interview angeguckt, wenn ihr nicht das Album hört? Das wäre dumm. Ich weiß ab der Stelle nicht, wie wir weitermachen. Dann tschüss. Mia, setz dich wieder hin. Gibt es irgendetwas, was du der ZuschauerInnenschaft noch mitgeben möchtest? Das wurde so oft abgeleckt heute im Jahr, das ist nicht so schlimm. Ich werde nachher im Auto stinken, das ist schrecklich. Aber es wird der Gestank eines schönen Tages sein, der da angehaftet wird. Der schönste Tag, der schönste Sonntag. Ja, heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag und wir nehmen das am 8. März auf und wir haben ein Jubiläum heute. Ja, tatsächlich, ja. Was ist heute vor 2 Jahren passiert? Heute vor 2 Jahren habe ich mit meiner kurz vorher zusammengestellten ersten Liveband Support für KIZ gespielt beim Frauenkonzert in Dortmund. Und es war insane, weil das waren 11.000 Leute und die fanden mich nicht scheiße. Das war ein wunderschöner Abend, du warst dabei. Ich weiß, dass du geweint hast. Ich habe geheult. Und es hat mir sehr viel bedeutet. Ich mag das, wenn Menschen wegen mir weinen. Natürlich wohlwollend und vor Rührung und nicht unbedingt aus Leidesgründen. Und ich denke da wirklich, nicht jeden, aber wirklich jeden zweiten Tag dran, weil das so ein wunderschöner Abend für mich gewesen ist und eine tolle Chance und etwas, was man in so einer Form, nämlich zum ersten Mal, nur einmal bekommt. Ich weiß, dass ich an diesem Tag richtig viele Biere getrunken habe. Ich hatte so verlaufende Smoky Eyes. Und sah aus. Du sahst halt aus, als ob du irgendwie so ein ganz kleines Nagelstudio in einer Kleinstadt hast, wo du ganz überteuerte, schlechte Acrylnägel für deine Freundinnen machst. Ja, so sah ich aus und ich sah auch ein bisschen aus, als hätte ich so vielen Männern in meinem Umkreis das Herz gebrochen. Ja.
so spiky Hair mit Smoky Eyes und so ein schwarzes Kleid. Aber hatte irgendwas. Ja, ich fand es auch, es hatte irgendwas. Ja. Und vor allem hat es mich dazu gebracht, dass ich dann noch eine Schuhputzmaschine ablecke. Ja. Und deshalb, für kein Problem, die letzten 2 Jahre gehen auf mich, Leute. Es war ein sehr, 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 sehr schöner Abend. Ich war tatsächlich komplett nüchtern. Zu der Zeit habe ich nämlich gar keinen Alkohol getrunken, aber habe mich betrunken gefühlt. Vor Glück, vor Ekstase, vor Euphorie, weil ich wirklich einfach so auf Wolke 7 geschwebt habe. Ich habe fast keine Erinnerungen an die Backstage-Situation und so. Ich weiß nur, wie es auf der Bühne war und alles andere ist sehr, sehr schwammig. Glück, Ekstase und Euphorie erwarten euch auch bei den Live-Auftritten von mir morgen. Auf der Fleischtour. Das ist vielleicht was ich noch sagen möchte, weil nachdem es aus Gründen sehr, sehr lange nicht ging, giere ich danach, jetzt wieder auf einer Bühne zu stehen und freue mich sehr, sehr doll auf die Tour. Das ist meine erste eigene Tour und ich würde mich freuen, wenn die Shows da für die Leute die ersten Male nach dieser langen Durststrecke sind, wo sie sich frei zu Musik fühlen können, wo sie in der Menge untergehen und tanzen können und diese ganzen kitschigen Konzertklischees für sich wieder erfüllen können, die wir alle sehr, sehr dolle vermisst haben. Und auch mir bedeutet das ganz viel, dass das endlich stattfinden kann. Und habe mich, glaube ich, wirklich noch nie in meinem Leben so auf was gefreut. Na, wann geht's los mit der Tour? Am 3.5. Geil. In Zürich, ohne Flugzeug. Zürich. Oh, fahrt ihr hin? Ja. Wer aus deiner Band, das kannst du hier jetzt mal in unserem geschützten Raum dieses Interviews sagen, hat die stinkigsten Füße? Die ist nicht mehr dabei. Die Person mit den Stinkefüßen ist nicht mehr in der Band. Oh mein Gott. Guck mal, da hinten ist die Lieselotte Marie. Die mag ich am liebsten. Die hat so ein süßes, schiefes Öhrchen. Das bin ich auf eine Art. Ganz fein. Ganz feine Maus. Das ist auch eine feine Maus? Feine Kuh? Das ist doch Lucky wieder. Du hast Lucky. Ja. Also die aktuelle Besetzung riecht sehr gut. Die aktuelle Besetzung riecht gut. Das ist schön. Ja. Mia, ich muss ehrlich sagen, das Interview fühlt sich jetzt für mich abgeschlossen an. Die Sonne geht unter. Mir ist arschkalt. Ich hatte einen wunderschönen Talk mit dir. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dankeschön. Vielen Dank, dass du... Nein, ich hab zu danken. Ich hab zu danken. Gnadenhof, ich bin gleich gegangen. Gnade dir Gott auf. Es war mir eine Ehre und ich freue mich unglaublich auf den Release dieses Albums. Hier pisst ein Hund ins Gras. Und, Casey, komm mal her. Komm mal her. Komm her, Casey. Sag auch immer Hallo. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Wir waren... Ich bin immer noch und bleibe hoffentlich für ganz lange Zeit noch Mia Morgan. Und neben mir ist und war und bleibt El Hotzo, Sebastian Hotz. Sebastian Hotz. Und das war das Diffus-Interview mit Mia Morgan. Fleisch. Tschüss.